Jede Ära braucht ihre eigenen Helden. Und das sind wohl die von heute. Willkommen in der Witchwood Arena. Zuerst etwas Grundsätzliches. Erstens, ihr müsst eure Aggressionen auf die Arena als solche beschränken. Wer seine Rivalen hier drinnen aufstützen will, bekommt Ärger. Ihr seid gewarnt worden. Zweitens, der Weg raus. Ihr könnt nach einer Runde aus der Arena, nicht während einer. Ross, da draußen wird's echt ungemütlich. Alles klar, ihr da. Chameleon, ihr kennt das alles schon. Geht zur ersten Runde raus und macht die Leute glücklich. Kein Problem. Das wird einfach. Okay, wenn ihr an der Reihe seid, rufe ich euren Namen und ihr betretet die Arena durch dieselbe Tür wie unser Freund Chameleon eben. In der Arena selbst kämpft ihr gegen Gegner aus ganz Albion. Für jede Gruppe Kreaturen, die ihr besiegt, erhaltet ihr Preisgeld und es steigt in der nächsten Runde. Ziel ist, so lange wie möglich durchzuhalten, um viel Gold zu verdienen. Gold! Ihr könnt jederzeit wiederkommen, um zu schlafen oder Tränke und Ausrüstung zu kaufen. Gold! Aber wenn ihr das macht, ist euer Preis für die nächste Runde null. Gold? Schlimmer noch, die Menge wird euch für einen Weichling halten. Wahre Helden gehen raus und bleiben da. Ob ihr ausruht oder nicht, der Arena-Bonuspreis, den Messer Jack persönlich vergibt, geht an den, der jede einzelne Runde überlebt. Also geht raus, nutzt eure Fertigkeiten, seht zu, dass ihr der Menge gefällt. Wenn ihr sterben müsst, sterbt tapfer. Die anderen warten, bis sie dran sind. Wenn wir sterben, dann nicht heute. Oh ja, eure Gruß. Wow. Hey, na? Oh ja. Uhu, zeig mal, was du hast. Ich grüße euch. Ja, nicht du. Du da. Ja. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Ja, dann zeig doch mal an, was hast du denn hier? Für den Kopf einen dunklen Kettenpanzerhelm. Der macht natürlich Gruselfaktor und Grundhaltung zieht er in den Schmutz. Das wollen wir nicht. Dunkel, dunkel, gleißende haben wir, glaube ich, schon. Rüstungswert minus 17, das ist natürlich nicht so super. Plattenfechthandschuhe. Rüstungswert bleibt gleich. Gruselfaktor steigt. Oberkörper habe ich übrigens auch einen. Der ist ganz praktisch, wenn man leben möchte. Ja, Rüstungswert. Kostet aber zu viel. Ist einerseits zu teuer und andererseits kostet der auch zu viel. Also im Sinne von, der ist über dem Preis und wir können uns den auch gar nicht leisten, selbst wenn wir das ausgeben wollen würden. Da gucke ich mal hier, glänzende Platten-Leggings, hatten wir den nicht schon? Metallene Leggings. Hä? Aber auch die ist wieder viel zu überteuert, das lohnt sich. Naja, es würde sich ein bisschen lohnen und dann hätte man auch Grundhaltung direkt mal nach oben gepowert, aber... Ach, naja, die glänzenden haben wir, glaube ich, schon... Die brauchen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal. Und ansonsten Gegenstände, was können wir? Tränke, vielleicht mal ein paar Gesundheitstränke kaufen. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn alles? Verkaufen, Gegenstände, Tränke. Gesundheitstrank haben wir noch 18. Da könnte man theoretisch noch ein paar kaufen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt brauchen werden. Ich habe doch keine Ahnung. So, wie viel kostet der? Ach, der kostet doch eh nichts hier. Kaufe 10, zack. Willenskraft kaufen wir 10, zack. Das reicht dann schon. Nahrung. Können wir uns ein paar kleine Küken kaufen, denen wir dann den Kopf wegknuspern. Krapp, krapp, krapp. Aber das lasse ich einfach mal. Andere Schärfenverstärkung. Diese scharfe... Ah ne. Doch. Schärfenverstärkung. Diese scharfe Stahlverstärkung für eine Waffe erhöht deren Schadenswirkung. Über das Waffenmenü könnt ihr diese Verstärkung an eure Waffe binden. Nicht vergessen, der Effekt ist dauerhaft. Donnerheldenpuppe. Eine Donner-Actionfigur. Wer will denn sowas? Silberverstärkung haben wir ja schon, da können wir Belverin und so können wir damit wegkloppen. Das hier setzt die Wirkung feindlicher Rüstungen herab. Aber ich glaube, da würde ich lieber Damage machen und ich überlege gerade, ob ich mir sowas kaufen soll. Aber das ist alles so furchtbar überteuert, das lasse ich mal lieber. Vielleicht kommen wir ja auch so durch die Arena. Dass man euch für die Arena nominiert hat. Ihr seid unübertrefflich. Was für ein Mann. So, wo geht's hier hin? Was ist denn das da? Ach Mensch, komm hier. Schappi. Willst du Schappi?
Willst du einen Schappi-Lappi? Ein Schappi-Happi-Happi? Schappi-Schmacki-Pappi? Naja, offensichtlich nicht. Was haben wir denn hier noch? Ist da was in der Zelle? Da ist gar nichts in der Zelle. Jetzt würde ich erstmal kurz gucken, was wir hier so an Kreaturen haben. Weil ich vermute mal, die werden uns dann auch im Kampf erwarten. So, wir können alle Wachen anquatschen. Ich weiß... Oh. Moment. Ross? Schlechte Nachrichten. Chameleon ist, tot. Was? Schon? Der Idiot. Genau, Leute. Anscheinend hat Chameleon nur 3 Runden durchgehalten, bis er vor 5000 Leuten wie ein Lämpchen starb. Wir brauchen einen neuen Freiwilligen. Ja, ich hier. Neuling, ihr seht bereit aus. Los! Redet mit Alda am Tor. Er lässt euch in die Arena. Redet mit Alda am Tor. Wo ist denn die Alda? Und was ist das hier für ein Hutzelmann? Willkommen am Black Jack. Nein, ich will jetzt... Nein, komm. Vielen Dank für euer Geld. Ich meine euren Eintritt. Gebt mal ein Bier rüber, ja? Anquatschen können wir ja auch niemanden. Wer ist denn hier Aal am Tor? Ja. Wo ist ihr denn noch? Besucht den Wächter und geht in die Arena. Ich gehe jetzt mal einfach zu dem Wächter hier und dann gehe ich mal in die Arena. Ich hoffe, einer von den beiden ist es. Hallo? Ja, jetzt kann ich euch reinlassen. Seid ihr wirklich bereit? Ich glaube nicht, aber was soll's. Wir sind doch noch einmal jung. Seid ihr jetzt bereit, in die Arena zu... Ja, jetzt bin ich wirklich Runde bereit. Runde 1. Sie sagen immer, in der bekommen sie den größten Kick. Kick. Der war echt gut, Al. Kick. Witzig. Kleidung clever kaufen bei Kick. Hahaha. So, jetzt ab in die Arena. Und ich bin mal... Meine Damen und Herren, zu eurer Erbauung präsentiere ich... Säbelschwinger, berühmt für Quests wie Obstfarm und Bezwinger von Ex-Held Zwillingskling. Hallo! Dieses hoffnungsvolle Jungtalent ist, wie alle anderen Herausforderer auch, auf den von Messer Jack selbst präsentierten Preis aus. Stimmt doch gar nicht. Ich scheiße auf den Preis. Ich will Kloppe. Also, austeilen. Ja, ich bin es! Und wir starten die erste Runde. Ein alter Arena-Favorit. Der Wespenschwarm! Oh nein! Der tödliche Schwarm! Schwarmiger Wespenschwärme! 3, 2, huch. 1, los! Alter, sind die schnell! Huch! Ich sollte nicht Shift gedrückt halten dabei. Ach Mann, diese Shift-Taste nervt. 3, 2, 1, los! Na, los jetzt hier, Wespe! Diese eine Wespe macht mich ganz tot. Ja, Opa, ich weiß doch. So ein Kampf bringt 100 Gold ein. Ja, Gold! Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Ja, Gold! Euer Preisgeld steht bisher bei 100 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Er mag neu in der Arena sein, aber die erste Runde hat er geschafft. Jawohl! Mal sehen, wie es ihm in der zweiten Runde ergeht. Ein Publikumsliebling wartet. Die grausamen, stinkenden Hops. Die Hops kennen wir ja auch schon. 3, 1, los! So, nehmen wir zuerst mal hier die scheiß Magier auseinander. Das kennt man ja schon. Und jetzt können wir uns hier mal reinstürzen. Plamm! Weg und weg. Ach Mensch. 3, 2, keine Zeit zum Ausruhen! So, der kann mal schön seine Kollegen da umlatzen. Das ist mir scheißegal. Und wir latzen hier erstmal
Pam, ins Gemüse und in die Fresse, mein Junge. Hier gibt's richtig was aufs Brett. Und zwar hoffentlich nicht für mich, sondern für die kleinen wüchsigen Pimpfe hier. Ich mach euch noch platter, als ihr sowieso schon seid, ihr kleinen flachen Flunder Hansel. 3, 2, 1. Also zählen kann er ganz gut. Los. Und wie immer, erstmal hier schön auf die Schnauze. Und die Magier ausschalten. Und ich habe gerade gesehen, da ist ein Oberboss. Den sollten wir uns erstmal aufsparen für später und lieber erstmal das Gemüse hier kaputt schlagen. Ach Mensch, das sieht er aber anders. Du fetter alter Spatenkopf, du. So. 3, 2, 1. Immer noch. Los. Ach, hör auf, wie viel sind denn das noch? Diesmal sind es 2 Klopsbosse, aber wir schalten wie immer zuerst die Magier aus. Und die können vorher nochmal schön ihre Leute wegsemmeln, das ist mir scheißegal. Und wegen meiner können die jetzt auch hier schön reinrennen. So. Auf die Scharnuze! Du fetter alter Semmelklops! Halb und halb! So, du auch noch? Bam! So, das war Runde 2. Aua! Und noch schön selbst weggeschossen gerade. 500 Gold dazu! Ja, Gold! 600 Gold bisher verdient! Und es warten weitere 1000 in der nächsten Runde. 1000 Gold. Ich will die 1000 Gold. Ja. Meine Damen und Herren, die Teamrunden sind dran. Ach, Glückwunsch. 2 Helden Seite an Seite, die zusammen ums bloße Überleben kämpfen. Und die Aufstellung der Helden wurde eben noch geändert. Es ist die Schwester der Arena-Legende, Donner. Applaus für Whisper. Die Schwester von Donner, es ist Lütchen. Also, werden die beiden gemeinsam die Belverina besiegen können? Mit dem Hut bestimmt. 3, 2, 1. Los. Ach Mensch, die hauen ja gleich voll auf die Kacke, die Viecher. Na, die Alte ist ja super hilfreich. Komm, dann sammle ich hier erstmal schön ein, aber das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Dem alten Flohpelz hier mal ein bisschen die Fresse zu verplätten. 3, 2, 1. Los!